Wunderschönen guten Morgen. Hey, hey, aus Schweden hier am Vätternsee. Das ist echt eine schöne Nacht gewesen. Sehr ruhig, das Rauschen des Wassers. Ja, der Wind hat ein bisschen gedreht. Ja, kommt mir von. Was ist das überhaupt? West? Ja, kann das doch gar nicht sein, oder? Süd? Mehr südlich. Ja, südlich müsste es sein. Wunderschön. So aufzuwachen, alles ruhig, nur das Gezwitscher wieder von den Vögeln. Ah, ist doch herrlich. Sehr erholt, gut geschlafen, wunderbar. Ich werde jetzt noch, oh, das Zelt ist fast trocken, ein bisschen nass ist es jetzt noch. 6 Uhr morgens. Hänge ich hier irgendwo auf zum Trocknen oder gehe hoch und lege das da in die Sonne. Und dann packe ich alles zusammen und dann geht's los. Da hinten nach Motola. Und dann, ja, ihr werdet das schon in der Überschrift wahrscheinlich lesen, mache ich eine Schleife rund um den Götterkanal, oder ganz rund nicht, aber entlang hin und zurück nach Berg zu dieser ganz tollen, ja, Schleuse, wo ganz viele übereinander sind. Das will ich mir angucken. Das hatte ich mir so ein bisschen als Zusatzschleife so ein bisschen zurechtgelegt, geplant. Wenn ich jetzt nicht so schnell gewesen wäre, dann wäre ich da dran vorbeigefahren. Aber heute mache ich sie. Ja, und dann komme ich wieder zurück nach Motola. Und dann schauen wir mal, was dann ist. Wo ich übernachten werde denn. Ob es noch weiter Richtung Süden wieder geht. Oder ja, ich bin einfach so happy, hier zu sein. Es ist so toll. Ja, ich packe zusammen, Leute. Und dann geht's los, wieder auf einer bestimmt schönen Tour, wird bestimmt schöne Bilder geben, also dann wünsche ich doch viel Spaß dabei. Wie ihr seht, habe ich einen neuen Stahlrahmen bekommen. Aber ich habe noch meinen hier. Ich bin jetzt hier Motola. Was ist hier? Der Götterkanal mal wieder. Da ist die Brücke. Da fängt er wieder an hier. Geht ins Landesinnere. Da längs. Und da werde ich auch heute längs einen Ausflug sozusagen. Richtung Berg zu diesen tollen, ja, Schleusen, die übereinander stehen. Das will ich mir angucken. Das sind von hier 40 Kilometer. Hin und zurück. 17 bin ich hierher schon gefahren, aber der Wind ist ein bisschen, ja, strämmer heute als gestern. Es ist mehr Ostwind. Ja, man kommt so langsam durcheinander mit den Himmelsrichtungen, weil die Sonne ja hier doch ganz schön nordöstlich aufgeht. Aber wunderbarer Tag. Die Wolken oder diese Nebelwölkchen, die haben sich aufgelöst.
Es wird wärmer, es wird schöner. Es kann ja nur wieder ein schöner Tag werden. Na, dann schaue ich mal, dass ich nach Berg komme. Aber 40 Kilometer ist ja noch ein Stück. Kirche Eckebü, Born. Es war jetzt schon richtig frei und voll gegen den Wind. Ja, 10 Kilometer habe ich jetzt geschafft von den 40 Kilometern hin. Es geht ja noch ein Stück. Ja, strengt an, aber ist auch wieder schön. Aber den Kanal sieht man nicht. Der ist weiter etwas entfernt. Der liegt in so einem Tal drin. Da fährt man dann nicht direkt dran. Aber mal hier am nächsten Ort. Da sieht man ihn mal wieder, in, ich schätze so 15 Kilometern. Aber das Wetter ist trotzdem schön und es wird auch immer wärmer. Selbst der Wind wird auch immer wärmer. Das ist echt schön. Oh, dieses Wetter, ich will nicht meckern, der hält den Regen ab. Woanders regnet es jetzt und dieser Wind, der hält ihn ab. Das ist doch schön. Für mich zumindest, nicht für die anderen. Okay, also weiter geht's gegen den Wind. Hier bin ich jetzt in Borensberg am Goethe-Kanal. Oh, scheinen keine Schiffe unterwegs zu sein. Ich mache jetzt eine Pause. Das ist ungefähr die Hälfte, vielleicht schon ein bisschen drüber, bevor ich nach Berg komme. Ja, der Wind, ja, man kommt gegen an. Ich hatte ihn ja schon viel schlimmer, aber das ist alles okay so. Ich habe ihn mal hier als Rückenwind. Hier mache ich jetzt eine schöne kurze Pause und dann geht es weiter an diesem ja, schönen Kanal, den ich jetzt auch mehr sehen werde. Ich bin jetzt ein paar Kilometer an diesem Kanal gefahren und muss sagen, echt, was ein schöner Kanal. Also an so einen schönen bin ich eigentlich noch nie längs gefahren. Man kann links und rechts gucken in die Landschaft.
Es geht zwar hier immer geradeaus an ihm entlang, aber man verpasst ja auch nichts. Man sieht ja in links und rechts davon alles. Ja, große Sehenswürdigkeiten gibt es hier im Moment nicht. Und immer diese alten Bäume hier, diese Allee. Ach, herrlich. Zwar, naja, Wind entgegen, aber das ist das Geringste. Schön die Sonne jetzt. Echt toll, dass ich diesen Ausflug noch gemacht habe oder machen will. Gerade mache. Also das ist echt was, was man mal gesehen haben sollte. Als Radfahrer zumindest. Echt toll, hier entlang zu fahren. Richtig klasse. Naja, ich muss weiter. Wer will weiter? Ich will ja noch was sehen. Hier bin ich nur an diesen Schleusen vom Berg, die diesen Höhenunterschied hintereinander überwinden. Und hier sind auch ein paar Schiffe. Unterwegs habe ich nicht viele gesehen, aber es war eine wunderschöne Strecke. Richtig toll. Und ausgerechnet jetzt, hier sind auch noch Schiffe, die man mal in Schleusen beobachten kann. Ah. Ja, das ist ein Highlight, der Goethe-Kanal. Ich fand die Strecke recht toll, aber ich musste sehr gegen den Wind kämpfen. Und deswegen werde ich wohl dieselbe Strecke wieder zurückfahren, weil ich habe eigentlich eine andere Strecke geplant. Aber sie war so toll. Ich habe so gegen den Wind gekämpft, dass ich jetzt das nochmal zurückmache und genießen werde. Nicht so viel filmen werde, einfach nur gucken. Und dann geht es wieder zurück nach Vorenberg und dann geht es wieder auf derselben Strecke genauso wieder zurück nach dem Motorlauf. Aber ich werde nochmal da runter gehen. Das Ziel, den See. Ja, das ist noch nicht die Ostsee. Der hat noch ein paar Kilometer, aber es ist schon ein sehr großer See da. Eigentlich ist der Goethe-Kanal eigentlich eine Verbindung von vielen Seen. Das blaue Band Schwedens. Aber ich mache hier eine Pause, irgendwas essen, vielleicht was einkaufen oder so und dann was essen oder am Imbiss oder hier ist ja alles. Und dann geht es wieder zurück. Aber ist echt klasse, wunderbar. Also mich freut, dass auch gerade jetzt das Schiff ist, was schleusen möchte. Ich gucke mir das hier alles an.
Nun geht's zurück mit einem leckeren Köttbullar-Baguette, das ich gegessen habe, jetzt zurück. Jetzt habe ich genug Energie, bis Mortola zu kommen. In Borensberg. Nun kommt die Wilhelmshann, die ich gerade eben wieder eingeholt habe. Wird jetzt gleich geschleust. Ich glaube, das ist jeden Tag dasselbe oder es wird angekündigt. Weil die Leute warten schon drauf. Ja, hammergeil. So ein Glück, genau in dem Moment wieder hier. Ich esse hier noch was Süßes, habe ich hier gerade auch schon im Berg geholt und dann geht's weiter. Ja, ein tolles Ereignis irgendwie, aber jetzt muss ich weiter, wenn die Brücke wieder geschlossen ist. Nein, ich habe nicht resettet. 1000 Kilometer sind genau voll. Hier kurz vor Mortola habe ich es geschafft. Boah, 1000 Kilometer. Ah, astrein. Aber was man aussieht, da ist gutes Wetter. Andere Seite ist grau und da hinten regnet es auch irgendwie. Kann man jetzt von hier genau jetzt nicht sehen. Aber naja, ich fahre erstmal nach Mortola rein. Guck mal nach ein bisschen Essen. Vielleicht Campingplatz. Ich schau mal. Das hier ist der Campingplatz. Oh Gott. Das sieht auch sehr zu aus. Da werde ich weiterfahren. Aber gerade eben bin ich nicht an einen vorbeigefahren, nämlich am Goldenen M. Ja. Ich habe es ja verdient heute, es sind schon über 100 Kilometer. Und wenn ich jetzt noch 11 Kilometer, 10, 11 Kilometer fahre,
dann bin ich wieder im Spot von gestern. Ich finde das ganz in Ordnung. Es nieselt gerade ein ganz kleines bisschen, aber das wird schon alles wieder blau. Und wenn es dann nochmal irgendwie nieselt, ist ja egal. Ja, in der anderen Richtung, Richtung Süden, ist eigentlich auch nichts. Da ist alles bebaut und da würde man keinen guten Platz finden. Ja, Hotel könnte man auch nehmen, aber ich bin ja hier, ja, um zu campen, oder? Das Wetter soll dann nicht extrem. Morgen wird es ein bisschen, ja, grauer wieder, aber da muss ich halt die 10 Kilometer nochmal fahren hierher. Oder 12. Oder noch mehr. Ist mir egal. Ich glaube, da fahre ich wieder hin, oder? War doch ein schönes Plätzchen. Na, auf geht's. Bin da gesättigt jetzt. Zelt steht an genau derselben Stelle wie gestern oder wie heute Morgen. Wunderbar. Ein Ausflug von 117, 18 Kilometer und nicht einen Meter weiter gekommen. Aber das ist wirklich extra. Das wollte ich mir eigentlich gerne angucken. Wer weiß, ob man hier jemals wieder herkommt. Aber es war wunderschön. Natürlich, das Wetter hat total gestimmt dafür. Ein bisschen viel Wind, aber das muss man ja hier im Norden ja halt rechnen. Das kenne ich ja schon die letzten Tage. Ja, mal sehen, wie es morgen wird. Aber heute war es klasse. Einfach nur grandios, schön. Also ich komme mal. 2 Tage jetzt super Wetter. Da, was das ausmacht im Gemüt. Ich war schon echt wütend auf den ganzen Regen. Ja, morgen wird es wahrscheinlich, ja, nicht mehr so ganz so sonnig sein. Eher grau, sagen sie. Auch wieder ein paar Spritzer Regen, aber egal. Das muss weitergehen oder wird weitergehen, nämlich Richtung Süden endgültig jetzt die nächsten Tage. Morgen geht es wieder nach Montala durch. Denn da hinten irgendwo, ja, Küste, halbwegs, wie es ja immer so ist, mal hin, mal wieder zurück. Und dahinter der großen Insel, da hinten ist ein Berg, eine Hügelkette, ja, dahinter oder so, weiß ich noch nicht. Da ist so circa das Ziel, aber das werde ich morgen sehen. Wie gut ich wieder drauf bin. Es ist heute hier ordentlich was kälter, ja, aber wie ich merke, also strommäßig bin ich hier auch total unabhängig, denn ja, Solarpanel hat das 20.000 mAh Powerbank voll wieder aufgeladen und über fast 30% war bei 71 und vorne dann 10.000 locker geschafft. Wieder auf 110.000 mAh Powerbank aufzubringen. Das zeige ich Charge. Also es ist wunderbar, also es funktioniert. Wenn man ein bisschen aufpasst, selbst GoPro kann man damit laden. Und jetzt ist ja auch nicht mehr so viel. Ja, ich könnte schon fast durchfahren mit dem ganzen Strom, was ich jetzt schon geladen habe. Aber ich werde immer den Biostrom nachladen. Kostet ja nichts. Also, ich hoffe, es hat dann gefallen heute. Denn bis zum nächsten Mal. Dann geht es Richtung Süden. Es hat wohl hoffentlich schöne Bilder gegeben. Also dann ciao, ciao, tschüss, moin, moin. Wie man hier vielleicht sagt, adieu und arrivederci. Ach, es gibt so viele. Tschüss, auf Wiedersehen. Hier passiert nicht mehr viel. Stündchen noch. Ach, anderthalb. Dann schlafe ich, glaube ich, auch schon wieder. Also bis morgen früh. Tschüss.